haben einfach keine Chance. So, jetzt würde ich vielleicht gerne noch so eine Prime Mantis oder so töten. Genau, die gibt auch ganz gut XP. Komm mal her, Prime Mantis. Was ist eigentlich, wenn ich Rechtsklick mache? 144.000 Damage. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Motitonne von der Map Ragnarok. Hinter mir steht das riesige Riesenfaultier. Nein, Moment, es ist ja eigentlich der Space Panda. Es ist ein eingefärbtes Riesenfaultier, das sich als Space Panda verkleidet hat. Und das ist schwanger, wir erinnern uns. In der letzten Folge haben wir das noch gemacht. Ich glaube, ja, es war in der letzten Folge. Und die Schwangerschaft, die müsste jetzt in wenigen Minuten soweit sein, dass da ein Kind bei rauskommt. Der absolute Wahnsinn, ich bin voll aufgeregt, was dieses Space Panda Kind denn können wird. Wahrscheinlich genau das gleiche wie die Eltern. Es wird ja da auch höchstwahrscheinlich keine großen Stat-Veränderungen geben oder so. Also es wird höchstwahrscheinlich ähnliche Werte haben wie die Eltern. Insofern erwarte ich da jetzt keine großen Überraschungen. Auf jeden Fall geben wir dem Kleinen dann diesen ganz besonderen Potion, nämlich diese Steroide, damit es dann auch schneller wächst, damit es sofort ausgewachsen ist und sofort auf 100% imprintet ist. Das heißt, wir haben dann einfach keine Probleme und das läuft dann alles. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, das klappt bei den Space Pandas auch, wie bei den anderen Tieren. Und ja, wir werden es sehen. Wir werden es gleich sehen. Und zwar werden wir es sehen in wie vielen Minuten? In 3 Minuten. Ich hole jetzt nochmal schnell die Steroide. Genau, Steroide. Dann packe ich noch ein paar andere Sachen weg. Und dann geben wir dem das. Ich bin sehr gespannt, meine lieben Freunde. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott, ich muss mich hier schon wieder docken. So, Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Das kommt erstmal hier rein. Da, genau, so, das haben wir erstmal weggelegt. Dann, Steroide. Genau, hier. Steroids. Wir brauchen nur eine Flasche. Boah, wie viele Steroide wir haben. Unglaublich. Wir können ein ganzes Fitnesscenter ausstatten mit diesen Steroiden. Genau, vielleicht nochmal kurz der Hinweis bei der Additional Light Mod. Da gibt es, oder gab es jetzt ein Update. Man hat jetzt hier eine Remote-Waffe, mit der man die Einstellungen vornehmen kann für die Lichter. Und es gibt neue Lampen. Wir sehen hier zum Beispiel ein Spotlight. Es gibt auch einen Disco-Ball. Das gucken wir uns alles bei Gelegenheit nochmal an, würde ich sagen. Aber jetzt gerade nicht, denn jetzt erwarten wir ein Kind. Und ihr habt mir auch noch einen coolen Vorschlag gemacht, was ich noch machen kann. Man kann wohl den Prime U-Tyrannus mit einem Infernal Potion evolvieren. Und das muss ich unbedingt auch nochmal probieren, wenn das irgendwie möglich ist. So, in 2 Minuten ist es soweit tatsächlich. Also wie gesagt, ihr habt mir gesagt, ich soll den U-Tyrannus, den Prime U-Tyrannus evolvieren mit einem Infernal Potion. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, was ich für einen Infernal Potion nochmal alles brauche. Ich gucke jetzt einfach mal nach, den konnte ich ja craften, oder? Wartet mal, Infernal Potion, genau. Was brauche ich denn dafür? 100 DNA, 100 Dino-Erzen, 5... Erzen. Erzen. Ich muss Erzen dafür. 3 generische Artefakte, 5 Seelen, 2000 Leder, 200 schwarze Perlen, 200 seltene Blumen, seltene Pilze. Die ganze letzte Fraktion ist nicht das große Problem, aber 5 Seelen und 3 Artefakte und auch die DNA und die Herzen könnten vielleicht ein bisschen problematisch sein. Da müssen wir dann mal gleich, wenn hier die Geburt durch ist, zusammenkratzen und mal gucken, was wir noch haben und ob wir das jetzt vielleicht sofort machen können. Denn ich möchte, bevor ich das mache, eigentlich auch gerne noch einen anderen U-Tyrannus noch zähmen, ein Männchen, und die dann miteinander verkuppeln, damit wir da erstmal ein Kind machen können. Und wenn wir das Kind gemacht haben, dass ich dann einen von beiden, je nachdem welches Geschlecht ich dann im Kind habe, evolviere. Auch wenn das alles jetzt sehr merkwürdig klingt, aber glaubt mir, das ist der Wahnsinn, der das absolute System beinhaltet. Ja, auf jeden Fall sollte das funktionieren. So, jetzt dauert es hier nur noch 1 Minute, bis das Space Panda Baby schlüpft. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob es genauso funkelt und glitzert wie das erwachsene Pendant. Na, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, meine lieben Freunde. So, wir gucken mal nach. 40 Sekunden. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Gleich kriegen wir ein kleines Baby. Ein kleines, niedliches Baby. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden. Wie sieht es eigentlich mit meiner Haarpracht aus? Na, da hat sich noch nicht so viel getan. Da muss noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen, bis ich so eine richtig schöne Mähne habe. Das dauert noch ein bisschen. 20 Sekunden. Gleich läuft der Countdown. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Und 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie es so nachhakt, ist auch witzig. Baby Space Panda. Wo ist er? Er ist im Schwanz drin. Moment, ich muss ihn mal schnell befreien. Oh, wie niedlich. Es ist so süß. Es ist so niedlich. So, Moment. Ich sag erstmal Sit Down. Oder sitzt du schon? Läufst du noch oder sitzt du schon? Ich gebe ihm erstmal ein paar Beeren. Hat er schon Hunger? Nee, ich gehe. Ach komm, wir geben ihm jetzt gleich hier den. Aha! Jawoll! Da sind sie noch klein im ersten Moment und dann im nächsten Moment sind sie schon ausgewachsen. So ist das mit den Babys. Unglaublich, wie schnell das geht. So, jetzt haben wir 3 Space Pandas. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Brauchen natürlich auch noch, ne, hier, ihr wisst schon, was ich meine, ein Sattel und so. Wir können ihn an sich eigentlich gleich mal leveln, wenn ich ehrlich bin. Das können wir jetzt gleich mal machen. Der ist ja noch ungelöffelt. So, Moment, Moment, Moment. Da brauchen wir einen Sattel. Ich hoffe, ich kann einen machen. Ich glaube, ich konnte vom Material ja sogar 5 Space Panda Sattel machen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Eternal, Tribute, Sättel, genau. Genau, ich kann noch ein paar machen, auf jeden Fall. Da ist noch einiges an Material am Start. Wie viele Artefakte habe ich eigentlich? 1, 2... 2 Artefakte. Für so einen Infernal Potion. Genau, jetzt gucken wir mal nach hier. Kann ich den Infernal Potion denn hier schon machen? Potions? Gestation? Breeding? Wo war der denn nochmal? Zähmen? Nee. War nochmal der Infernal Potion? Wo konnte ich den nochmal machen? Sex Change? Baby Potion? Moment, muss ich den noch freischalten? Nee, der ist schon freigeschaltet. Wo konnte man den denn nochmal craften? In Eternal Workbench. Ich bin gerade wieder verwirrt. Infernal Potion. Ah, okay. 3 Artefakte haben wir sogar. Wir brauchen mehr DNA, wir brauchen mehr Herzen. Ah, wir brauchen mehr Seelen. Wir müssen wieder Bosse besiegen. Scheiße. Müssen wieder Bossfights machen. Ist ja doof. Das ist ja doof jetzt, ne? Warum kriegt man die Seelen nicht auch noch auf eine andere Art und Weise? Kann man die nicht irgendwie craften? Oh, was denn hier? Wartet mal. Die Metrodon-Ei. Ein goldenes Ei. Vom Spectral Rabbit. Hesperornis. Ein goldenes Hesperornis-Ei. Hesperornis? Was war ein Hesperornis nochmal? Hesperornis? Ach, das waren diese... Ah ja, stimmt. Die haben goldene Eier gelegt manchmal. Stimmt, da konnte man doch irgendwie... Damit konnte man irgendwas machen. Was konnte man denn damit machen? Entweder einen XP-Buff bekommen oder irgendwas anderes noch. Mit dem Taming war noch irgendwas. So. Ich leg mal hier die Herzen rein, genau. Und dann legen wir mal DNA und so rein. Und dann holen wir vor allem mal den Sattel raus, den wir gerade gemacht haben. Den ich wieder nicht genommen habe. Und dann würde ich sagen, leveln wir erstmal den Space Panda. Und besorgen uns dann auch gleich erstmal ein bisschen Ressourcen. So ein paar Ressourcen, die wir sowieso brauchen. Zum Beispiel die schwarzen Perlen oder so. Also, hier hast du Sattel. Hier, du kriegst auch was zu essen. Musst nicht leer ausgehen hier. Genau, so jetzt warte mal. Jetzt gucken wir uns erstmal die Stats an. Der hat... 3 Millionen Leben. Also knapp 4 Millionen. Jetzt hat er 4 Millionen. Dann hat er 1196 Mini-Damage. So, wie sieht es denn eigentlich bei den Eltern aus? Die haben ja beide dieselben Werte, weil es sind ja Klone. Okay, die haben eindeutig natürlich mehr Leben. Und mehr Mini-Damage. Ich hatte den echt auf 12 Millionen Leben geskillt. Oder auf 11 Millionen. Krass, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Egal. Wir können ja mal versuchen, einen Space Panda gar nicht so sehr auf Leben zu skillen, sondern vielleicht tatsächlich eher auf... ja. Ne? Und so. Hier. Ihr wisst schon. Also, Damage. Was ist denn hier? Lauf nicht weg! Warte mal, du bist noch auf Wandern, ne? Warte! Verhalten, deaktiviere Wandern. Hörst du auf rumzuwandern hier? Hörst du auf? Wirst du das sein lassen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Tür auf. Tür auf und Tür zu. So, ich bedanke mich an der Stelle auch mal ganz herzlich bei allen, die das Ark World Video... Wieso hänge ich jetzt hier so fest? Das kann aber nicht wahr sein, ey. Lass mich los! So, jetzt habe ich mich wieder enttarkt. Mann, Mann, Mann. Nein, ich bin auf dem falschen Tier.
Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei allen, die das Ark World Video so krass wahnsinnig geteilt haben. Es ist der absolute Wahnsinn. Dieses Video hat mittlerweile jetzt schon über 12.000 Aufrufe. Tendenz sehr schnell steigend auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn. Und gestern, also aus eurer Perspektive gestern, ist ja das Projekt auch gestartet gestern Abend. Es ist der absolute Hammer. Am 6. Juni kommen dann auch Folgen. Und ja, es ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich auf jeden Fall am Start gewesen seid beim Projektstart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr werdet auch noch bei den anderen Sessions, die wir dazu machen, dabei sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Ich kann jetzt momentan noch nicht sagen, wie erfolgreich das genau gewesen ist, weil ich diese Folge hier gerade einen Tag vor dem Projektstart aufnehme. Das heißt, ich weiß, dass es aus eurer Perspektive, wenn ihr diese Folge seht, schon gestartet ist. Aus meiner Perspektive startet es erst morgen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie die Zahlen sind, aber ich glaube schon, wenn ich jetzt den Trailer als Anhaltspunkt nehme, glaube ich schon, dass es ziemlich krass erfolgreich gewesen ist, der erste Stream. Auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle nochmal an alle, die das geteilt haben, und teilt das gerne auch noch weiter, auch wenn dann die Folgen kommen. Wie gesagt, je erfolgreicher das Ganze ist und je mehr das sozusagen bei euch ankommt oder je besser das bei euch ankommt, desto eher wird es dann auch nochmal einen Community-Park geben, wo dann auch Leute sich bewerben können aus der Community, die dann da auch mitspielen können. Also ihr da draußen könnt dann auch da direkt mitmachen. Natürlich nur ein paar ausgewählte Spieler, weil das System von diesem ganzen Projekt leider eben so angelegt ist, dass eben nur eine übersichtliche Anzahl an Leuten da mitmachen kann und eben nicht so wahnsinnig viele, ne? Ganz wichtig an der Stelle. Und genau, das ist nur so als Hinweis, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass das Projekt komplett geöffnet wird für alle. Das wird nicht funktionieren bei dieser Projektart. Das funktioniert alleine deswegen schon nicht, dass wir, weil wir bei einer wachsenden Anzahl an Mitspielern mehr Spektatoren bräuchten, die die Zähmvorgänge ein bisschen überwachen und gucken, dass Leute nicht irgendwo irgendwas hinbauen und so. Und ja, das klappt halt mit der großen Menge an Spielern dann nicht, wenn ich das komplett öffentlich schalte. Deswegen, wenn das ganze Ding erfolgreich wird, wird es noch einen vierten Park geben auf der Insel oder auf der Map, wo dann auch Leute sich für bewerben können von euch da draußen und dann auch mitmachen können. Wie gesagt, deswegen immer schön teilen, immer schön liken, immer schön sharen, immer schön kommentieren auch, wenn ihr Vorschläge habt. Ganz wichtig, wenn ihr Ideen und Vorschläge für das Projekt habt, dass ihr euch da, ja, mitteilt, dass ich da ein bisschen was verändern kann noch, wenn euch noch was Cooles einfällt. So, ich beschwöre jetzt hier mal Minions. Denn irgendwie nervt hier gerade der Argentavis. Irgendwie... Was war denn das? Das ist einfach ein Raptor aufgetaucht. Soll denn das? Kann wohl nicht wahr sein hier. Ich würde ja gerne den Argentavis mal töten. Der nervt ganz schön. Oh scheiße, mir fällt gerade was auf. Ich habe Regen Potions vergessen. Aber ich habe ja die Spritze jetzt. Ich habe ja jetzt diese tolle Lebensspritze, das Lebenselixier. Wie der nichts macht hier, der Minion. Was ist denn das für ein Minion? Warte mal, der Bär hier. Der Bär, genau. Der Argentavis ist fast tot. Ist immer noch so schweinewarm, sollte ich vielleicht dazu sagen. Mein Hirn ist schon wieder sehr matschig. Los, stirb! Stirb endlich! Konnte ich nicht mit dem Space Panda auch irgendwie... Nee, ich dachte gerade, ich hätte... Ah ja, okay, er ist tot, sehr gut. Ich dachte gerade, ich hätte mit dem Space Panda auch irgendwie so Blitze spucken können oder so, aber das geht ja, glaube ich, gar nicht, ne? So, ich skill den jetzt doch mal nochmal auf... Hier, genau, 11 Millionen Leben. So, jetzt hat er genauso viel wie die Eltern. Und den Rest, den geben wir jetzt hier wieder in Mini-Damage. Wie viele hatten die Eltern nochmal? Wie viel Mini-Damage? Über 2000, oder? Schon wieder vergessen. Schon wieder alles vergessen. Ich gebe dem mal die Spritze gleich. Ja, ich gebe dem mal jetzt die Spritze. Ah, nein, scheiße, das war ja meine Wasserflasche. Moment, jetzt geben wir ihm die Spritze, genau. So, der hat jetzt wieder Löffel gekriegt. Und einen XP-Potion. Wunderschön. Wo ist eigentlich der Minion hin? Ist der schon wieder weg? Gibt's ja gar nicht. Das ist ein echt kurzer Spaß mit den Minions. Die verschwinden mal ganz schön schnell. Finde ich jetzt so. Ich hätte ja gerne noch so ein paar schwarze Perlen, muss ich zugeben. So ein paar Sachen hätte ich da gerne noch. Ja, für einen Infernal Potion, genau. Also ich würde mal sagen, wir könnten natürlich mal versuchen, nochmal einen Bossfight zu machen. Wir müssen ja, wie gesagt, nur Seelen bekommen und das auch tatsächlich dann nur 5 Seelen.
Das ist jetzt nicht so viel. Eine haben wir ja noch. Also brauchen wir eigentlich ja nur 4 für einen Infernal Potion. Könnte man auf jeden Fall mal versuchen noch. Willst du mich jetzt beklauen? Du kleines Schweinchen wolltest mich beklauen. Ihr kleinen Schweinchen wollt mich beklauen. Hier sind wieder Pegomastsachse am Start. Aber der Space Panda macht jetzt schon 96 Damage pro Schlag. Da kann kein Pegomastax irgendwas gegen ausrichten. Sie haben keine Chance. Sie haben einfach keine Chance. So, jetzt würde ich vielleicht gerne noch so eine Prime Mantis oder so töten. Genau, die gibt auch ganz gut XP. Komm mal her, Prime Mantis. Was ist eigentlich, wenn ich Rechtsklick mache? 144.000 Damage. Okay, nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Das ist ganz schön episch, wenn ich das mal sagen darf. Oh, da hat er noch eine XP-Potion gekriegt. Hier drüben brutzelt es. Genau, wir machen mal hier den Wurm kaputt. Stirb, Wurm. Oh, der macht sogar... Wow! Schnell das ging. Ah nein, ich hänge fest. Ich hänge wieder mal in der Leiche fest. Schnell abbauen. Jetzt muss ich wieder Sachen wegtun. Oh Gott, immer diese vielen Sachen. Moment. Rohes. Schmeißen wir mal alles weg. So, genau. Ah, er hat keine schwarzen Perlen gegeben, der Geizkragen. Aber dafür ein Level Up. Hm. Das ist immer lustig, wenn der Space Panda so anfängt zu beten. Das hat was. So, wo? Ah, da hinten. Ich töte jetzt einfach mal Würmer und Level so. Ich brauche mal wieder ein paar Perlchen. Was ist das da eigentlich für ein komisches Harz-Symbol, was ich da oben rechts habe, was so komisch abläuft? Warum habe ich so ein Harz-Symbol? Okay, der ist schon tot. Nice. Ich habe schon wieder keine Perlen gekriegt. Das finde ich irgendwie uncool. Aber dafür noch ein Level Up. Warum kriege ich keine Perlen? Das ist voll doof. Oder haben die das jetzt rausgenommen? Dass die hier Würmer keine schwarzen Perlen mehr geben. Ist das Haus gepatcht worden mit dem letzten Update? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das wäre ja ziemlich doof. Wo soll ich denn sonst schwarze Perlen herkriegen? Muss ich nochmal nachlesen, den Patch Notes von Eternal. Ja, guck mal, ich habe schon wieder keine bekommen. Sauerei. Ah. Achso, okay. Sie wollte von mir nichts. So, Moment. Rohes. Genau, alles schön wegschmeißen. So. Falls ihr übrigens nicht wisst, worum es geht, wenn ich von Arkworld spreche, vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt einen Trailer, ein Ankündigungsvideo dazu. Das meine ich auch mit dem Video, was halt so gut angekommen ist. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, falls ihr nicht wisst, was Arkworld ist, schaut euch einfach nochmal dieses Video an, auf jeden Fall. Und dann werdet ihr es sehen. Und ja, dann versteht ihr auch, was Arkworld ist. So, jetzt töte ich noch diesen einen Wurm hier. Und dann will ich mal jetzt wissen, ob ich dann schwarze Perlen kriege. Wieder keine schwarzen Perlen. Ey, ohne Witz, die haben das rausgepatcht. Der Modder hat das rausgepatcht. Die Würmer geben keine schwarzen Perlen mehr. Das ist ja richtig massiv ärgerlich. Wo soll ich denn dann schwarze Perlen herkriegen? Die kriege ich ja dann gar nicht. Na, das ist ja doof. Das ist ja mal richtig doof, ne? Keine schwarzen Perlen, da wäre ich ganz schön traurig. Da muss ich... Oh Gott, nein. Da muss ich dann... Tuso Teuten könnte man, glaube ich, noch töten dafür. Mosas. Ja, Mosas halt, ne? Mosas und Tusos. Aber ich glaube, die geben nicht lang nicht so viel, wie die Würmer gegeben haben. Die Würmer haben immer so 20 bis 30 gegeben. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... muss ich Wassertiere töten. Was mir nicht so gefällt. Kann eigentlich der Space Panda tauchen? Eine verdammt gute Frage. Kann der tauchen? Kann er oder kann er nicht? Ja, gucke mal. Der ist sogar verdammt schnell unter Wasser. Aber ich verliere unter Wasser halt auch Luft. Aber wir könnten natürlich mit dem Space Panda jetzt mal so auf Mosa-Jagd gehen eigentlich. Aber er verliert auch Luft, okay. Ah, ob das eine gute Idee ist. Wie ist das, wenn ich auftauche?
Ja, okay, dann füllt er die Luft wieder auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt mal das Sarko wegmachen. Was hier alles rumschwimmt im Wasser, ey. Wir können ja mal ein bisschen auf Mosa-Suche gehen. Beziehungsweise auf Tuso-Teutes-Suche. So ein bisschen. Er schwimmt auch relativ schnell. Es geht eigentlich. Er ist jetzt nicht so schnell unterwegs wie die... wie manche Weibern oder so. Oder die Drachen. Aber er ist auf jeden Fall kein langsamer Schwimmer, der Space Panda. Kann man sich zunutze machen, auf jeden Fall. Nur frage ich mich, rennt er schneller, als er schwimmt? Nee, ist ungefähr gleich, würde ich jetzt sagen. So geschwindigkeitsmäßig würde ich sagen, ist ungefähr gleich schnell. Zu Wasser, zu Land und in der Luft. Hm. Als Space Panda müsste er ja eigentlich auch fliegen können, finde ich. Ein fliegender Panda, das wäre mal was. Warte mal, vielleicht wenn ich doppelt Space drücke. Nee. Nee. Leider nicht. So, hier ist gleich der offene Ozean. Kann ja mal einfach schauen, ob ich irgendwo was Mosa-artiges sehe. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht so auf den ersten Blick. Naja, ich glaube, hier sind sogar die Seetangwälder. Ich glaube, da gibt es sogar Mosas auf Ragnarok. Wir können ja mal ein bisschen gucken. So schnell verliere ich Sauerstoff ja nicht. Ich hoffe nur, die scheiß Aale können mich nicht runterschocken vom Space Panda. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich habe ja noch mein tolles Messer. Also hier unten sind auf jeden Fall schon mal Rochen. Da haben wir einen Hai, der absolut kein Gegner ist für mich und den Space Panda. Ich bin mir eigentlich sicher, hier schon mal einen Mosa gesehen zu haben. Hier unten irgendwo. Aber genau weiß ich es halt auch nicht mehr. Ist alles schon sehr lange her, sollte ich dazu sagen. Seit ich das letzte Mal hier wirklich getaucht bin, an der Stelle hier. Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Da kann sich alles Mögliche schon wieder geändert haben. Ich gehe mal an die Wasseroberfläche und atme mal. So. Genau. Haben wir geatmet. Und jetzt geht es wieder nach unten. Da bin ich mal sehr gespannt. Warte mal, wenn ich aus der Ego gucke, da habe ich sogar... Da habe ich ja Fernsicht. Stimmt, so war das ja. Da macht sich das ja viel besser, nach Mosas zu suchen, weil die auch ein bisschen früher eingeblendet werden, glaube ich, weil die so riesig sind. Da ist ein Basilo. Ein Basilosaurus. Ist das Metall da vorne? Oh, Quallen. Das ist nicht gut. Die mag ich ja gar nicht. Die mag ich ja überhaupt nicht, die Viecher. Hm. Was blitzt hier eigentlich so komisch die ganze Zeit? Ist das der Space Panda? Space Panda wird geblitzt, Dings. Ich glaube, hier ist schon die Map-Grenze. Ich tauche mal wieder auf. Meine Luft sieht schon wieder nicht so gut aus. Nee, Moment mal. Man musste Alpha-Mosas töten für... Perlen. So war das, genau. Alpha-Mosas. Oh Gott. Da muss ja auch erstmal einer auftauchen davon, von denen, ne? Die sind ja jetzt nicht gerade so häufig. Hm. Das ist ja irgendwie doof, dass die schwarzen Perlen da von den Würmern entfernt haben. Irgendwie finde ich das nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht viele Sachen unnötig schwer. Hm, ansonsten könnte man halt noch diese komischen Krebse suchen. Nur da weiß ich halt gerade auch nicht genau. Hä, stimmt doch, ich weiß, wo es die gab. Ich weiß, wo es die gab, verdammt. Die gab es bei dem Wikinger-Schiffswrack. Zuhauf. Also so richtig in Massen gab es die da. Und die haben ja auch schwarze Perlen gedroppt, wenn man die getötet hat. Müssen wir da mal hin. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Das mache ich jetzt auch mit dem Space Panda, der ist ja relativ... Na, obwohl. Nee, so schnell ist der eigentlich gar nicht.
Ich mach's mit der Power Wyvern, glaube ich. Ja. Ich mach's mit der Power Wyvern. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Motitorne von der Map Ragnarok. Dann werden wir schwarze Perlen besorgen. Wir werden auch nochmal einen U-Tyrannus zähmen, auf jeden Fall einen zweiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die an der Stelle verlinkt sind. Schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Rev-Link für G-Portal Server, bei dem ihr 5% Rabatt auf Server bekommt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao.